Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute geht's um Liebe, Tod und Teufel. Also dranbleiben. Naja, eigentlich geht's nicht um Liebe, Tod und Teufel, sondern nur um den Tod. Um den Tod geht's. Und keine Angst, das ist jetzt kein Klient von mir, der nicht mehr aufgetaucht ist. Auch wenn manche das glauben, dass Energetiker sicher ein paar Leichen im Keller haben. Aber das ist, wie gesagt, kein Ex-Klient, sondern das ist einfach ein Gummischädel. Was ich jetzt mit diesem Gummischädel mache, möchte ich dir gleich erklären. Heute geht es um den Tod. Und der Tod ist ja eine relativ endgültige Sache. Davon mal abgesehen, wenn wir sagen, okay, wir glauben an ein Leben nach dem Tod oder wir glauben, dass es weitergeht, ist ja der Tod ein gewisser Endpunkt zumindest für die jetzige Inkarnation, für deine jetzige Daseinsform und deine jetzige Bewusstseinsform. Und deshalb ist der Tod eine ganz wichtige und riesige Chance für dich, klarer und bewusster zu werden. Denn wenn du einmal alles, was du tust, in die Perspektive rückst, dass es vielleicht einmal zu Ende gehen wird mit dir, also sogar ziemlich sicher mal mit dir zu Ende gehen wird, dann hast du schon einmal einen viel klareren Blick und kannst vielleicht Dinge in ihrer Wichtigkeit anders unterscheiden. Ich erlebe es immer wieder, dass Klienten oft feststecken in Gedankenfilmen, in Dramen, in kleinen Streitereien, die oft gar nicht so groß betrachtet sind, also so groß und wichtig sind von außen betrachtet. Und da fehlt oft einmal ein bisschen die Perspektive. Und deshalb bin ich eigentlich ein Fan vom Tod. Nicht, dass ich lebensmüde bin oder dass ich froh bin, wenn jemand stirbt, sondern es geht darum, dass der Tod eine Klarheit und eine Perspektive ins Leben bringt, und zwar in jedes Leben bringen kann, die unbedingt wichtig ist. Denn wir haben oft einmal übersehen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, auf was kann ich mich verlassen, was kann ich mich nicht so verlassen. Da geht es einfach darum zu sagen, okay, du bist im Zeitpunkt des Todes und was passiert jetzt? Wie blickst du auf dein Leben zurück? Das wäre so eine Frage, wie möchtest du auf dein Leben zurückblicken? Wie soll sich das anfühlen, wenn du gehst? Und natürlich können wir es nicht bestimmen, aber es ist eine klare, gute Übung, die einmal Dinge in die richtige Perspektive rückt. Warum haben wir eigentlich Angst vor dem Tod? Die Geburt an sich wäre ja auch ein viel schlimmerer Vorgang. Wir wachsen im Leib der Mutter heran, wir atmen durch die Nabelschnur, wir werden versorgt. Also wir sind eigentlich in einer ganz anderen Welt. Und auf einmal kommen wir auf die Welt. Auf einmal sind wir getrennt von der Mutter, müssen selber atmen und selbst ernähren, müssen all diese Dinge selber wahrnehmen, die wir zuerst gedämpft durch den Mutterleib wahrgenommen haben. Also alleine der Schritt ins Leben ist ja schon ein großer. Aber den haben wir ja gnädigerweise vergessen. Und dann bleibt uns nur mehr dieser Schritt aus dem Leben raus. Und da haben wir oft einmal Angst davor. Dabei gibt es aus meiner Sicht zumindest nicht sehr viel zu fürchten. Es geht nur darum, dass ich sage, wie möchte ich von der Erde gehen? Wie möchte ich dieses Leben abschließen? Und ich habe es, denke ich, schon ab und zu mal erwähnt oder ich erwähne es auch immer wieder in Seminaren und Kursen. Eine meiner liebsten Übungen ist einfach, mir vorzustellen, ich sterbe in den nächsten 5 Minuten. Was würde ich jetzt bedauern? Was würde ich jetzt anders machen? Und durch diese Übung, durch diese klare Übung, bekomme ich auf einmal eine Perspektive. Da denke ich, ach, ich sollte wieder mal die Person anrufen oder ich sollte da vielleicht einen Streit beilegen. Oder ich sollte was nicht so ernst nehmen oder ich sollte ein Projekt angehen, das mir noch wichtig wäre, das ich jetzt vielleicht bedauern würde, wenn ich es nicht gemacht habe. Und so rücke ich also die Dinge für mich in die richtige Perspektive mit diesem kleinen Gedanken. Was ist, wenn ich jetzt sterbe in den nächsten Augenblicken? Was würde ich jetzt bedauern? Und das kannst du auch machen. Das ist keine Morbidität, das ist keine Lebensflucht, das ist keine Lebensmüdigkeit. Das ist eigentlich ein Bewusstseinsruf. Außerdem, meines Erachtens nach, kommen alle Religionen, kommt die ganze Spiritualität aus dieser Endlichkeit des menschlichen Daseins.
Denn irgendein Funken in dir, egal wie dein Leben auch läuft, egal wie zufrieden oder unzufrieden du bist, irgendein Funken in dir sagt, eigentlich wäre es schade um mich. Eigentlich wäre es schade, wenn das alles keinen Sinn machen würde. Dieses ganze Aufwachsen, dieses Machen von Erfahrungen, diese Ängste, diese Kämpfe, die ich immer durchmache. Eigentlich wäre es schade, wenn das einfach nur aus wäre. Und aus diesem Impuls raus kommt die Idee einer Religiosität, kommt der Weg nach innen, kommt eine esoterische Richtung raus. Also letzten Endes beginnt alles mit dem Ende. Und wie gesagt, ich finde es gar nicht so, ich finde das gar nicht so schlimm, dieses Symbol. Die Freimaurer zum Beispiel meditieren ja auch über Totenschädel. Und auch wenn wir eine Saturnzeit haben, jetzt astrologisch gesehen, so wie wir jetzt auch immer wieder mit Saturn konfrontiert werden, tut es mal ganz gut, auch mit der Endlichkeit sich zu beschäftigen und ein bisschen Klarheit reinzubringen. Saturn ist auch Klarheit, ist Nüchternheit, ist eigentlich das Gegenteil von Emotionalität, von dem, wie fühle ich mich. Also der will das klar, der will das nüchtern haben. Also ist der Tod eine Riesenchance. Er ist eine Riesenchance, um das Leben genießen zu können. Und dieses Leben will gelebt werden, will erlebt werden, will in aller Pracht wirklich ausgekostet werden. Lebe dein Leben, verschwende dein Leben, wenn du möchtest. Lebe dein Leben in vollen Zügen. Und zwar in jedem Augenblick. Das spielt auch keine Rolle, in welchem Alter du dich jetzt befindest. In deinem Rahmen lebe dein Leben zu 100%. Dann musst du es nicht bedauern, wenn es einmal endet. Dann kannst du glücklich und zufrieden sein. Dann ist es so, dass du vielleicht nicht jede Chance genutzt hast, aber genug genutzt, um zufrieden sein zu können. Und zufriedene Menschen lassen leichter los. Zufriedene Menschen sind einfach weicher, sind offener und haben es garantiert leichter, wenn es dann mal so weit ist. Also insofern nutze den Gedanken des Todes als riesige Chance. Das ist eigentlich der Perspektivenrücker in deinem Leben, das große Maß, an dem du alles messen kannst. Und was für Spuren willst du hinterlassen? Auf was für ein Leben willst du irgendwann einmal zurückblicken? Wenn dich dieser Gedanke ängstigt, dann ist das auch kein Problem, dann lass es einfach sein. Wenn du ein ungutes Gefühl hast und dich nicht damit beschäftigen willst, dann lass es, es muss nicht sein. Ich mache es sehr gerne, aber ich bin immer so ein bisschen auf der morbiden Seite. Ist vielleicht mein Skorpion ein bisschen auf der morbiden Seite daheim. Und deshalb, ja, wie gesagt, Totenschädel. Aber es muss natürlich nicht sein. Es ist eine Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit von vielen. Und letzten Endes sind diese ganzen Techniken, auch diese energetischen Techniken wie Fasten, Askese, also weg von der Welt gehen, sind ja alles so Techniken aus dem Leben, sich künstlich rausziehen und deshalb ein neues Bewusstsein haben. Kannst du dir mal so anschauen, so diese Techniken, Yogi-Techniken oder Meditationstechniken, die es da gibt. Hat alles eigentlich mit dem Wegziehen vom Leben zu tun. Und dadurch bekommt man halt einfach einen anderen Blick aufs Dasein und aufs Wesen des Lebens. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du dein Leben, egal in welcher Phase du bist, egal in welchem Alter du bist, zu 100% genießen kannst. Wenn du das Gefühl hast, es steckt etwas, dann such dir jemanden, der dich unterstützt dabei, der dir vielleicht eine gute Perspektive bringt. Meditier mal über den Tod oder über andere Sachen. Es gibt hier am Kanal unendlich viele Meditationen zu unterschiedlichsten Themen. Und wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, vielleicht hast du einen Impuls bekommen, dann freut es mich natürlich über einen Daumen hoch oder teile es einfach mit Freunden und abonniere meinen Kanal. Und wenn es dir nicht gefällt, mach keinen Daumen runter, sondern denk dir einfach, okay, Blödsinn. Aber ich hoffe, es gefällt dir natürlich.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker, und das ist Energetik, die wirkt. Alles Gute, eine gute Zeit und ein wundervolles Leben. Bis nächstes Mal. Tschüss.